gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr mit diesem Video umgeht. Entweder ihr schaut hier oben bei den Links nach, denn da geht es dann ganz ausführlich los, oder ich zeige euch mal ganz schnell, dass man Potenzgesetze oder Potenzregeln überhaupt nicht braucht. Erstes Beispiel, 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 ist 2 hoch 7. Warum? Weil ich die 2 hoch 3 aufspalten kann und so weiter. Wieso braucht man dann dieses Potenzgesetz nicht? Ganz einfach, wenn man mal sich nicht sicher ist, dann schreibt man es ganz einfach mit einfachen Beispielen und Zahlen am besten hin und kann es ausrechnen. Daraus folgt, die 3 und die 4 werden in diesem Fall addiert, also 2 hoch 7, ne? So. Das gleiche beim Teilen, wenn ich Potenzen durcheinander teile, wenn sie gleiche Basen haben. Basis ist immer die dicke Zahl. Dann sage ich, okay, wenn ich mir das mal einzeln schnell klar mache, okay, rausgekürzt bleiben 2 mal 2 übrig, also 2 hoch 2. Mit anderen Worten, ich ziehe in diesem Fall die Exponenten voneinander ab. Ne? Gut. Das erklärt auch, weshalb, wenn ich sage 2 hoch 3 durch 2 hoch 3, kürzt sich ja alles raus. Dann muss ich ja sagen, wenn ich das voneinander abziehe, dann kommt hier eine 0 raus. Mit anderen Worten, egal was hoch 0, a hoch 0, 5 hoch 0, 2 hoch 0, 1000 hoch 0, weiß der Kuckuck was, nehmt lieber nicht 0 hoch 0, etwas hoch 0 ist 1 und so weiter und so fort. Zig Beispiele. Wenn ich dieses Gesetz hier, Gesetz, mein Gott, wenn ich das mal noch ein bisschen anders anwende und sage, ich habe mal einen kleineren Exponenten oben als unten, ja, dann bleiben unten, hier oben stehen lauter 1, ne, nach dem Kürzen, bleiben unten 2 mal 2 stehen. Also 1 durch 2 hoch 2. Wenn ich dieses Gesetz hier 5, also dieses von der Nummer 2, wenn ich das hier unten anwende, dann sage ich also, ist das 2 hoch minus 2. Aha, mit anderen Worten, etwas hoch minus, dann wandert automatisch dieser ganze Ausdruck mit positiven Exponenten dann unter den Bruchstrich. Gucken wir es uns mal noch ein bisschen leichter, genauso leicht an. Wenn ich sage, etwas hoch noch was, hoch in Klammern, hoch noch was anderes, dann kann ich mir das wieder klar machen, wenn ich sage, okay, die 2 hoch 3 wird zweimal mit sich selber multipliziert. Mit anderen Worten, hier muss ich dann in diesem Fall die Exponenten mal nehmen oder multiplizieren. Dass es 2 hoch 6 ergibt, ist klar, ne? 3 mal 2 ist 6, okay, das dürfte nicht schwierig sein. Beim gebrochenen Exponenten, den machen wir uns mal selber anders klar. Dann nimmt man einfach mal dieses Potenzgesetz und wendet das mit dem gebrochenen Exponenten an. Schreibt also, wenn ich irgendwas hoch ein Viertel habe zum Beispiel, dann nehme ich mal das Gegenteil in die Klammer hinein und sage, okay, das ist ja dann, ne, wenn ich hier sage, die beiden Exponenten muss ich miteinander multiplizieren, dann sage ich 4 mal ein Viertel ist 4 Viertel. Ah, das heißt also, anders ausgedrückt, ein 4 hoch ein halb heißt nichts anderes als, das ist die zweite Wurzel. Und zwar das hier, der Nenner, der bestimmt den Grad der Wurzel. Ein Beispiel dazu, 8 hoch ein Drittel, 8 ist 2 hoch 3 hoch ein Drittel, ne? 3 mal ein Drittel hebt sich auf, ist 1. Also, in diesem Fall 1 im Exponenten, 2 hoch 1, also 2. In diesem Fall sage ich, wenn ich das kann, versuche ich das mal aufzusplitten. Aber wie gesagt, kann man sich herleiten und nach dreimal, viermal Wurzel ziehen oder dreimal, viermal solche Sachen hingeschrieben, dann merkt man sich das. Da braucht man keine direkten Potenzgesetze auswendig zu lernen. Das funktioniert auch mit einem gebrochenen Exponenten, wenn hier oben keine 1 steht, sondern ganz einfach mal eine Kombination. Dann kann ich doch sagen, warte mal, 8 hoch 4 Drittel ist wie 8 hoch ein Drittel hoch 4. 8 hoch ein Drittel, das weiß ich, aber das ist die dritte Wurzel aus 8, ist 2. Und die muss ich hoch 4 nehmen, also 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 16. Okay. Eine Sache noch, weil bis jetzt waren die Basen immer gleich und was ist, wenn ich unterschiedliche Basen habe? Beispiel 3 hoch 2 mal 5 hoch 2. Achtung, die Exponenten sind gleich. Dann kann ich mir das hier als 3 mal 3 und das als 5 mal 5 vorstellen. Aber kommutativ gesetzt, also ich kann alles vertauschen, Kommutare vertauschen. Dann kann ich auch sagen, das muss nicht 3 mal 3 mal 5 mal 5 heißen, sondern 3 mal 5 mal 3 mal 5 zum Beispiel. Und 3 mal 5, mal jetzt in schwarz geschrieben, mal nochmal 3 mal 5 ist nichts anderes als 3 hoch 5 hoch 2. So kann man sich diesen ganzen Kram wieder gut herleiten. Was dann Kilogramm und Meter, jetzt hätte ich es beinahe verraten, pro Quadratsekunde, sage ich einfach mal, wie sich das mit Einheiten verhält, wie das funktioniert. Wenn man nur die Textschreibweise, also nur eine Zeile übrig hat, dann kann man schön solche negativen Exponenten
verwenden und wie das dann alles gerechnet wird. Ich füge hier zum Schluss Links an, also müsste eigentlich glatt gehen, da kommt ihr ganz gut mit zurecht, glaube ich. Das war mal die ganz Kurzform von der Playlist. Ich werde hier mal eine Playlist als Link anfügen, von Potenzgesetze, die niemand braucht. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Macht's gut, tschüss.